Ja, Mensch, wir haben hier also neue Aufgaben und dann hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Memoria. Ich schaue mir mal die Landkarte hier Sie an. planen den Angriff. Ist das die gorische Wüste? Ja, in der Mitte liegt die Festung des Feindes. Horden von Dämonen werden aus den Portalen strömen. Unser Angriff erfolgt von hier. Okay. Und unter anderem brauchen wir nämlich eine geweihte Waffe. Ich will jetzt nur noch mal gucken, wie war denn das? Story Questlog, genau. Eine schöne Sache. Wir sollen die Pläne des Prinzen in Erfahrung bringen und dem Admiral Bericht erstatten, sowie dem Admiral eine Waffe bringen, die er dann weihen kann. Würde ich sagen. Laterne, ich habe gerade Latrine gelesen. Zur Drachenhalle. Ach so. Ja, ist okay. Fliegt man halt wieder ein bisschen rum. Einfach mal on the fly hier. War vorher den Wasserlauf entlang, dann gehen wir ins rechte Fenster. Xerxes! Xerxes! Also das rechte Fenster ist schon mal falsch. Dann gehen wir ins linke Fenster. Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Straßenhändler verprügeln damit kleine Kinder, die sie beim Stehlen erwischen. Ey, wollt den trotzdem mitnehmen, hallo? Oha, Erzadept. Okay. Er riecht grauenhaft. Ich kann also irgendwas mit Erzen zaubern wollen. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Was sagt Hessel? Er ist voll mit Wasser. Ja, nimm mit. Wasser kann man Und jetzt brauchen. Wohin damit? Auf den Herd. Ach so, und ich glaube, der Plan ist, dass der jetzt nämlich dann lospfeift und ich dann hier drüben rein kann, um mir den Dolch zu nehmen. So. Kann ich jetzt zurück ins linke Fenster, oder? Ja, kann ich. Ach, da ist mein Stab angekettet. Da schau an. Hier haben sie ihn also hingebracht. Xerxes! Ja, habe ich jetzt meinen Dolch noch? Ja, habe ich noch. Okay. Dann kann ich ja jetzt dem schon mal den Dolch geben, dass er den weihen kann. Passe mal auf. Guck mal hier, Admiral. Ich habe hier was für dich. Ein schönes kleines Dolchchen. Das ist doch Weiht mir diese Waffe. Ein einfacher Dolch. Ich bin damit schnell und agil. Er hat mir bereits treue Dienste geleistet. Das soll mir reichen. Die Weihung wird allerdings etwas dauern. Holt ihn ein andermal bei mir ab. Okay, vielen Dank. Die Drachenhalle will ich nicht gewölbt. Wir sind im Fundament der Festung. Die Säulen reichen bis ins Unendliche. Wow. Bisschen in die Unendlichkeit und noch viel 7 weiter. Runen sind darauf eingraviert. Es sind auch 7 Plätze, glaube ich, zum Sitzen. Ne, sind 8, okay. Ach so, dann läuft sie nach rechts. Okay. Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Okay. Dann will ich halt dem Fluss folgen. So, in die Haupthalle eher nicht. Das Gästezimmer, da komme ich, glaube ich, her. Gehen wir mal zum Observatorium. So, in die Drachenhalle will ich nicht, aufs Dach will ich auch nicht. Okay, nach draußen. Ach, nach draußen ist hier hin. Okay, nett. Da will ich nicht hin. Okay, da ist auch noch draußen. Da ist auch noch draußen. Dann gehe ich halt mal. Schau mir die Sphären. Sie scheinen zu schweben. Scheinen. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Okay. Was passiert, wenn ich mit den Hörnern rumspiele? 3 Hörner auf einer Plattform. Draußen herrscht Krieg. Und diese Magier lauschen den Sphären. Doch wenn die Dämonen siegen, wird es bald nichts mehr zum Lauschen geben. Die Hörner lassen sich drehen. Ja, dann mach mal. Die Hörner lassen sich nicht auf sich selbst ausrichten. Dann mach mal so zum Beispiel. 3 Hörner draußen, doch wenn die 3 draußen, doch wenn ich das hier jetzt auf den hier ausrichte. Was ist das?
Es klingt wie ein Flüstern. Ja, ich will ja nicht umsonst hier ausrichten. Die Hörner lassen. Achso, die kann ich nicht nehmen. Was sind das für sowas, habe ich. Okay. Das ist interessant. Und wenn ich den hier an das hier ausrichte? Was sind das für sowas? Okay. Die Hörner lassen. Das Flüstern. Das Flüstern wird lauter, das ist schon mal gut. Und die Hörner lassen. Jetzt nur noch das hier, oder? Du musst den Garten finden. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn. Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Avestans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nach draußen. Und zurück ins Gästezimmer. Nee, Gästezimmer. Nein, stimmt. Ich kann nun ab dem. Ich will. Da unten rein. Da unten will ich rein, um ihm zu sagen: Hier, ich habe es rausgefunden. Kasim. Über Kasim und so, ne? Hau mal rein. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo über Rashtuls Wall nahe des Vulkans Rashtul Kancharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Sie wurde von der Zeit vergessen. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. So, nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Keshalri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Oh, Xerxes. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes. Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen. Was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Recht so. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens
hat mich neugierig gemacht. Ja, jetzt dürfen wir uns frei bewegen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Da geht's zum Observatorium, auch schön. Da geht's zur Haupthalle, da haben wir lauter Drachen. Da geht's zur Ratshalle, schön. Da geht's in dunkle Ecke. Dunkle Ecken sind immer richtig. Gehen wir erstmal in die dunkle Ecke. Ja, komm. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Finsternis? Es fühlt sich an wie eine Lampe. Doch strahlt sie Finsternis aus statt Licht. Interessant. Das ist interessant. Okay. Zum Observatorium. Was bringt man denn Finsternislampe? Wahrscheinlich momentan noch gar nichts, aber... Wirklich interessant. Und guck dir mal da drüben, die ist mir gar nicht aufgefallen hier, diese Humus-Adeptin. War der Humus? Okay. Das hatten wir doch auch beim Rätsel. Was machst du da? Psst! In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Okay. So viel frisches Gemüse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Nicht also, einmal im Palast. Also ist Humus Erde, oder wie? Es ist schön, wie das wächst. Okay. Kann man da nicht einfach Erde sagen? Nee, keine Ahnung, müsste ich mal nachforschen, wo Humus herkommt. Es ist schön, wie das wächst. So viel frisch, nicht einmal im Palast. Kann ich zur fliegenden Festung? Darf ich da einfach so hin? Ich kann nun jederzeit zur Festung fliegen. Aber erst muss ich wissen, was es mit diesem Garten auf sich hat. Die Macht, die Kasim dort sucht, könnte uns in der Schlacht helfen. Okay. Dann will ich mal hinuntersehen. Sechseck, Luftgeist, Sechseck, Sechseck. Man muss die verschiedenen Geister finden, oder wie? Es ist zu tief. Und ich brauche meine Beine noch. Ich will Kasim nicht zu nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Okay. Auch eine interessante Perspektive. Da sind noch mehr Beete. Nö. Bringt mir hier also nichts. Ach so, das ist genau drunter. Wenn ich oben hinunter sehe, dann ist... Ach, verstehe. Okay, deswegen könnte man ihn so belauschen. Das macht jetzt natürlich im Nachhinein durchaus Sinn, diese Konstellation. Davor war ich mir nicht sicher. Ob da nicht noch mehr dahinter steckt. Zur Haupthalle? Ach so, zum Erzlabor, aufs Gästezimmer... Nach Fragezeichen. Gehen wir mal zum Erzlabor. Xerxes! Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Ja, eben. Ich wollte nur mit dir plaudern. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Woran forscht ihr gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Das freut mich zu hören. Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl. Untersucht die Maske. Später. Wann später? Bitte. Bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Okay. Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha.
Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Ach je. Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Okay, ich brauche den Stab, damit ich ihm ein anderes Gefühl einpflanzen kann. So viel ist schon mal klar, Leute. Aber ich würde sagen, für diesen Part war es das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen. Es wieder heißt Let's Play Memoria. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.